Dinosaurier sind in unserer Welt. Und mit jeder Begegnung wird uns diese erschreckende Tatsache deutlicher bewusst. Wie kam es dazu? 3 Jahrzehnte sind seit den tödlichen Zwischenfällen im Jurassic Park vergangen und noch immer suchen wir Wege für ein friedliches Miteinander mit diesen Tieren. Nach dem verheerenden Ausbruch des lange untätigen Vulkans auf der Isla Nubla wurden die überlebenden Tiere aufs Festland gebracht. Viele größere Prädatoren wurden gefangen, aber die restlichen Tiere sind hier verstreut, im Big Rock Nationalpark. Die meisten leben in der Wildnis. Die, die sich in die Zivilisation vorgewagt haben, finden ungewohnte Bedingungen vor. Die örtlichen Behörden warnen davor, dass die Tiere unberechenbar sind und wenn hungrig, gehen sie extrem brachial vor.